So, hallo zusammen. Also, jetzt herzlich willkommen zum 300. Vlog. habt viel Spaß dabei. Ihr werdet jetzt gleich erfahren, warum das jetzt so in dieser Art und Weise passiert. Viel Spaß! Hallo zum 300. Vlog. Alter Schwede, ich sollte einfach weniger saufen. Also, passt auf. Ihr werdet es schon mitbekommen haben. Es gab jetzt längere Zeit keine Videos und das Ganze hat folgenden Hintergrund. Dieses Do More. Wann läuft da ein Lüfter nicht mit? Dieses Do More, was ich gesagt habe, das ist eingetreten. Do More, verdammt. Also wir haben ein Liefergebiet oder einen Teil von einem Liefergebiet von einem anderen mit übernommen. Das war schon das Erste. Dann hatten wir in der gleichen Zeit, in der wir das Liefergebiet übernommen haben, waren zur besten Zeit 4 von 6 Mitarbeitern, festen Mitarbeitern krank. Boah, ich sag's euch, das war heavy. Und zu guter Letzt, war es anstrengend. Es war einfach bockanstrengend. Aber wir haben viel gemacht und jetzt passt auf. Also, Nummer 1. Wir haben unseren Ackerbau komplett vergeben. Deswegen es gibt noch ein paar Ausschnitte, ihr werdet sehen. Das wird jetzt ein bisschen ein wirres Video mit vielen Zusammenfassungen. Also, ich hoffe, euch taugt es trotzdem. Nummer 2, ich habe jetzt fürs Livestreamen, allerdings wird es erst auf TikTok passieren und ich werde eine Lösung suchen, dass wir zeitgleich auf YouTube online gehen. Vielleicht kriege ich das auch hin, dass wir es gleich so machen, ich weiß noch nicht ganz genau. Also ich will das ja möglichst easy haben, deswegen habe ich Stream vom Handy aus, fertig, Arschlecken, 350. Und zu diesem Zwecke habe ich in der Molkerei noch eine Sache gemacht, und zwar ich habe eine Anlage aufgebaut und habe da dann einfach dazu gedrellert. Das blende ich euch dann auch mal ein. Es wird alles ein bisschen Konfuzius und zwischendrin, also ihr werdet sehen. Genau. Was haben wir noch gemacht? Falls ihr es noch mitgekriegt habt, wir haben jetzt seit ja, doch schon der ganzen Zeit, aber ich weiß auch nicht, wie lange es schon kein Video mehr gab. 6 Wochen, 8 Wochen Frischkäse. Machen wir jetzt auch noch. Und ein ganz neues Projekt, was uns schon länger ein bisschen im Hirn rumspukt, ist, wir werden fränkischen Ayran produzieren. Das wird geil. Das sage ich euch, das wird richtig, richtig geil. Und wie der Zufall so will, haben wir beim Gewerbeverein wieder einen Türken kennengelernt. Da brichst du zusammen gleich. Das war der erste, wo wir Hallo gesagt haben, und der letzte, wo wir Tschüss gesagt haben, und die ganze Zeit haben wir uns mit dem verschnackt irgendwie, hey. Genau. Also, was war noch so? Ey, ich weiß es nicht. Also die letzten Wochen waren so, dass unsere Wochenarbeitszeit irgendwo... Die 40-Stunden-Woche war Mittwochmittag voll. So krass war es die letzten Wochen, also von Steffi und von mir. Also deswegen, sorry, dass kein Video kam, und jetzt schaut euch einfach an, was so ein bisschen zusammenkommen ist. Das ist nicht viel, ich hatte die Kamera ganz selten dabei, weil ich auch ein bisschen kopfmäßig over war. Ihr werdet sehen, ich schaue, dass jetzt wieder mehr kommt. Mehr auch von der Qualität her in dieser Richtung, also nicht mit der GoPro, sondern mit der anderen Kamera. Ich bin ziemlich viel in der Molkerei gerade. Wir holen Milch zu. Und in diesem Sinne, hab's noch Spaß beim Video.
direkt aus Polen oder über Umschlag? Ja, von Italien. Du bist in Polen gekommen. Nee, eigentlich Deutschland. Eigentlich Deutschland. Ja, gerne von Italien einfach. Ach, Schmarri. Echt? Ah, die produzieren jedes Mal woanders her. Landwirtschaftliches aus. Thank you.
Auto wieder da ist, oder wenn eines der Autos wieder da ist, dass wir da weiter produzieren können. Ey, uns geht gerade die Milch aus. Ich habe das die letzten Wochen ein bisschen wenig gehört, weil es ist ständig, wir ständig nachproduzieren. Ist auch gut so. Unsere Bank dankt uns hoffentlich irgendwann mal. Weil es ist schon noch zäh. Es ist schon echt noch ein zähes Business, ey, das kann ich nicht sagen. Also, bis gleich. So, wenn bei uns Stau, bei uns ist das so, ne? Wieder Servus! Wenn da mal irgendwas fährt, ne? Dann steht der LKW da, der Meter von oben. Und unten will auch noch an der Gülle fahren, ne? Katastrophe! Stau bei der rosa Kuh!
mittlerweile, ne? Wir kriegen gleich mal unser Kühl. Da freuen wir uns am Massen drauf. Ich glaube, der Band ist fast zu langsam, ne? Johnny. Recht straßentauglich hier. Trecker mit Sau. Wir hatten da die Heizung vergessen hier. Unglaublich. So. Also, dann bis gleich im Stall. Abonnier den Kanal! Genau! Ja! Thank you.
said you wanna play your game. You dial me in, I said I'll pick it up, it's all the same. But don't follow all the rules. I know you don't, you change day by day. Hardly seems that fair. How can anybody understand? How can anybody win? 8 points later, I thought it was about time we hit the finish line. 8 points later, I wasn't winning at all, I was just further behind. So, was ihr hier seht, wir haben nämlich einen Kreativpreis bekommen, einen Kreativpreis der Wirtschaft. Eigentlich nur dafür, dass wir das machen, was wir machen und dass wir das, was wir machen, mit Spaß machen. Guten Morgen alle zusammen. Ey, unser Handys explodieren gerade. Was geht mit euch ab? Ey, ohne Scheiß, Gänsehaut. Herzlichen Dank für die vielen Glückwünsche. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich sagen soll. Mega, danke.